Jetzt geht es auch um Inhalte, und zwar um die Truppenkonzentration russischer Streitkräfte an der Staatsgrenze der Ukraine. Wir erleben eine Truppenkonzentration an der Grenze zur Ukraine durch russische Truppen, die ein Maß erreicht hat, was wirklich besorgniserregend ist. Und das natürlich insbesondere vor dem Hintergrund, dass allgemein bekannt und anerkannt ist, dass Russland schon bei den jetzt noch andauernden Kampfhandlungen im Osten der Ukraine, aber natürlich auch bei der Annexion der Krim mit durchaus auch militärischer Unterstützung, aber vielen anderen hybriden Mitteln die Integrität und Souveränität der Ukraine mehrfach verletzt hat. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist ein Kontinuum deutscher Außenpolitik und europäischer Außenpolitik, dass die Souveränität der Ukraine auch durch Russland in keiner Weise infrage gestellt werden kann. Und ich denke, wir sollten gerade in dieser Zeit, in einer Übergangszeit, auch deutlich machen, Deutschland steht dazu. Wir stehen an der Seite der Ukraine. Sie muss souverän bleiben. Und jede militärische Intervention in der Ukraine muss von uns, dem müssen wir uns entgegenstellen. Da müssen wir an der Seite der Ukraine stehen, und das müssen wir ablehnen und Russland dazu auffordern, insofern alles unberührt zu lassen, was die Souveränität der Ukraine berührt. In diesem Sinne war es, glaube ich, richtig, dass der amerikanische Präsident mit dem russischen Präsidenten ein deutliches Telefonat geführt hat und auch die Position des Westens deutlich gemacht hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte die Bundesregierung an dieser Stelle auffordern, weil natürlich Präsident Putin diesen Augenblick auch der Konzentration von Truppen nicht zufällig gewählt hat. Er weiß, dass es einen Regierungswechsel in Deutschland gibt. Er weiß, dass es auch in Frankreich eine politisch etwas instabile Situation gibt, weil in Frankreich Präsidentschaftswahlen bevorstehen. An dieser Stelle ist die allererste Aufgabe der Bundesrepublik Deutschland, im westlichen Bündnis zu bleiben, gemeinsam mit der NATO, gemeinsam mit unseren Partnerinnen und Partnern in der Europäischen Union. Es ist sehr gut, dass Außenministerin Baerbock in diesen Tagen zuerst auch in Paris ist, wie es gute deutsche Tradition ist. Wir müssen mit unseren westlichen Partnern Putin ein Signal der Geschlossenheit geben. Nur das zählt. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch ausdrücklich begrüßen, dass die Außenministerin schon in einem Interview in den letzten Tagen vor Übernahme ihres Amtes auch klar Worte der Stärke gebraucht hat. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, wer den Mund spitzt, der muss dann am Ende auch pfeifen. Das heißt, wir werden auch darauf achten, dass diese neue Koalition oder dass diese Bundesregierung ihre Bündnisverpflichtungen einhält. Denn es wird darauf geachtet, was Deutschland macht. Deutschland hat eine wesentliche Rolle im westlichen Bündnis, in der NATO, in der Europäischen Union. Und es wird darauf geachtet, was Deutschland macht, aber auch darauf geachtet, was Deutschland gegebenenfalls nicht macht. Und wenn wir zusagen, 2% der Ausgaben des Bruttosozialproduktes, und wir brauchen uns an der Zahl nicht festhalten, wir können auch sagen, 10% der Fähigkeiten der NATO beizutragen, dann muss Deutschland diesen Beitrag auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten leisten. Alles andere zählt nur auf das Konto von Putin ein. Und das gefährdet die Ukraine, das gefährdet unsere osteuropäischen Bündnispartner. Und deswegen muss Deutschland hier verlässlich sein. Dazu können wir Sie nur auffordern. Und dazu gehört auch, dass schwierige Beschaffungsvorhaben durchgeführt werden müssen. Wir haben mit Interesse gelesen, dass Sie sich zur nuklearen Teilhabe bekennen, dass Sie das Nachfolgesystem für den Tornado befassen sollen. Wir haben allerdings auch gelesen, dass Frau Baerbock etwas über Zertifizierungsfragen erörtert hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, an der Stelle muss auch klar sein, so schwierig das Thema nukleare Abschreckung ist, jeder, der an der Stelle wackelt, gefährdet die Sicherheit des Westens, und das darf Deutschland nicht riskieren. Deutschland muss hier klar bleiben, lieber Herr Kollege Nuripur. Ich bin ja mit Ihnen der Meinung, Politik aus einem Guss und nicht nur im Kanzleramt. Aber auch Klarheit bei den Grünen und klarbar in der grünen Außenministerin ist hier gefordert. Vielen Dank. Johann Wadephul aus der Unionsfraktion, einer der Außenpolitiker dort. Begrüße ich auf der Tribüne den Botschafter der Ukraine in der Bundesrepublik Deutschland, seine Exzellenz Dr. Andriy Melnyk. Sehr Exzellenz, seien Sie uns herzlich willkommen.
Also, der Botschafter der Ukraine in Deutschland ist auf der Tribüne im Deutschen Bundestag. Auch die Wahlbeauftragte des Deutschen Bundestages, die Frau Dr. Eva Högel, mit besonderer Herzlichkeit. Ja, Sie haben sich von hinten herangeschlichen. Ich habe das nicht mitbekommen. Aber nächster Redner ist. Danke schön, Herr Präsident, hat Eva Högel gesagt, die Wahlbeauftragte des Bundestags. Sie sitzt in der letzten Reihe, da wo normalerweise die Vertreter der Bundesländer sitzen. Nächster Redner ist Nils Schmid aus der SPD-Fraktion. Herren, lassen Sie mich vorab erstmal Herrn Dr. Wadephul danken für das Angebot der guten Zusammenarbeit in der Außenpolitik. Ich glaube, wir sollten in der Tat die Tradition eines breiten Konsenses in der Außenpolitik aufrechterhalten, auch unter der neuen Regierungskonstellation. Und ich kann sagen, glaube im Namen aller Koalitionsfraktionen, dass wir daran höchst interessiert sind. Und ich freue mich auch, dass die erste aktuelle Debatte, die Sie als Fraktion beantragt haben, der Außenpolitik gewidmet ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, morgen ist der 50. Jahrestag der Verleihung des Friedensnobelpreises an Willy Brandt. In seiner Dankesrede prägte er den Satz: Krieg ist nicht die Ultima Ratio, Krieg ist die Ultima Irratio. Und damit ist klar, Friedenspolitik, Entspannungspolitik sind Leitlinie deutscher Außenpolitik dieser Bundesregierung, gerade auch mit Blick auf die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine und dem russischen Truppenaufmarsch an der Grenze der Ukraine. Und deshalb ist für uns als SPD in dieser Situation eines glasklar: Diplomatie ist das Gebot der Stunde, meine Damen und Herren. Und deshalb begrüßen wir das direkte, intensive Gespräch zwischen den Präsidenten Biden und Putin. Und deshalb sind wir uns auch als Deutschland der besonderen Verantwortung für das Minsk-Abkommen bewusst. Deutschland ist im Normandie-Format Garantiestaat dieses Abkommens, und wir wollen dieses Abkommen umsetzen. Es ist der einzig verfügbare Rahmen für eine nachhaltige Friedenslösung in der Ostukraine. Es bedeutet aber auch, dass Russland sich seiner Verantwortung in diesem Konflikt bewusst sein muss. Es kann nicht sein, dass die russische Regierung den Krieg in der Ostukraine als innerukrainischen Konflikt abtut und sich quasi als eingebildeter Vermittler geriert. Nein, Russland ist Konfliktpartei, Russland ist Aggressor, Russland hat Völkerrecht gebrochen und massiv die europäische Friedensordnung gestört. Und deshalb ist für uns entscheidend, dass wir schnell wieder zu einem Normandie-Treffen kommen mit substanziellen Fortschritten bei der Umsetzung des Abkommens, und zwar aller Teile des Abkommens, aller betroffenen Parteien. Es ist für uns entscheidend, dass der NATO-Russland-Rat begleitend wiederbelebt wird. Dazu sollte auch Russland sich wieder der diplomatischen Kontakte zur NATO bemühen. Und es ist für uns entscheidend, dass das Recht auf Selbstbestimmung aller Staaten der ehemaligen Sowjetunion, ob es Ukraine, Belarus oder Georgien ist, dass dieses respektiert wird. Diese Völker verdienen es, selber demokratisch darüber entscheiden zu können, welchen Weg sie gehen wollen. In seiner Regierungserklärung 1969 hat Willy Brandt neben der Entspannungspolitik das Kräftegleichgewicht, das Gleichgewicht der Kräfte als notwendige Voraussetzung für Entspannung und Dialog beschrieben. Die Erfolge der Brandtschen Außenpolitik waren nur möglich durch die Westbindung, die NATO-Mitgliedschaft und auch eine modern ausgestattete Bundeswehr. Das waren zwei Seiten einer Medaille. Und deshalb ist es richtig, dass auch heute die Bundesrepublik Deutschland, die Bundesregierung, sich klar zu diesen Grundsätzen bekennt und auch ausgehend von diesen Grundsätzen auf den Ukraine-Russland-Konflikt schaut. Und deshalb bin ich Kanzler Scholz dankbar und der gesamten Bundesregierung dankbar, dass sie von Tag 1 an deutlich gemacht haben, dass eine russische Aggression gegen die Ukraine Konsequenzen haben wird. Und ich will noch mal betonen, für uns
Ist das klar, dass ausgehend von dem Rahmen der deutsch-amerikanischen Verständigung von diesem Sommer alle Optionen auf dem Tisch liegen und dass natürlich neue Sanktionen im Falle einer solchen Aggression verhängt werden? Aber ich will auch eins deutlich sagen. Wir sollten bis zum letzten Moment auch in dieser Krise darum kämpfen, dass eine diplomatische Lösung gefunden wird. Kleine praktische Schritte sind jetzt notwendig, meine Damen und Herren. Vertrauensbildende Maßnahmen, dass der Waffenstillstand wieder voll belebt wird, dass die Übergänge an der Konfliktlinie geöffnet werden, dass die OSZE-Mission ihren Auftrag ungehindert nachkommen kann, dass wir diese Mission auch voll finanziell und technisch unterstützen und dass wir damit den Menschen in der Ukraine eine friedliche Adventszeit bescheren können. Das ist unser Wunsch, unser politisches Bestreben. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sagte Nils Schmid aus der SPD-Fraktion in einer Aktuellen Stunde, die hier auf Antrag der Unionsfraktion zustande gekommen ist, zu den Truppenkonzentrationen russischer Streitkräfte an der Staatsgrenze der Ukraine. Und in eben dieser Debatte wird jetzt Alexander Gauland das Wort ergreifen aus der AfD-Fraktion. Den Kollegen Dr. Alexander Gauland, AfD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, zuerst möchte ich mal rügen, dass die Außenministerin bei der ersten außenpolitischen Debatte nicht da ist. Wir haben keine Entschuldigung gehört, dass... Wo ist die Außenministerin? Dann muss man sich offiziell entschuldigen. Ja, meine Damen und Herren, kommen wir zum Thema. Ja, es ist ungemütlich, was da an der Grenze zwischen der Ukraine und Russland passiert. Weniger, weil man einen Anmarsch der Russen befürchten muss, als vielmehr, weil solche Situationen außer Kontrolle geraten können. Und es ist deshalb gut und richtig, wenn die Bundesregierung mit unseren Verbündeten ihre diplomatischen Möglichkeiten nutzt, um die Lage zu entspannen. Weniger gut und richtig ist es, die Schuld an dieser Entwicklung immer nur bei einer Seite zu suchen. Außenpolitik, meine Damen und Herren, und Diplomatie sollte von den Realitäten ausgehen. Und Realität ist nun einmal, dass Russland die Ordnung an seinen Grenzen als nicht befriedigend empfindet. Ich will hier nicht den alten Streit wiederbeleben, ob es im Rahmen der Wiedervereinigungsverhandlungen eine mündliche Zusage gab, die NATO nicht über die ehemalige DDR hinaus zu erweitern, wie es Herr Teltschik sagt an die Kollegen der CDU. Das ist Geschichte. Aber Gegenwart ist, dass Russland immer eine rote Linie dort gezogen hat, wo es um alten russischen Siedlungsraum geht. Die Ukraine und Weißrussland sind eben nicht mit Polen und Ungarn zu vergleichen und eben auch nicht mit den im Rahmen des Hitler-Stalin-Paktes annektierten baltischen Staaten. Wir haben es insoweit eben noch nicht mit einer allseits akzeptierten Friedensordnung zu tun, trotz des Vertrages von 1994. Ja, meine Damen und Herren, ich kenne das Gegenargument des Westens. Es gebe keine Einflusssphären mehr, und auch diese Länder seien frei, ihre Bündnisse zu wählen. Dieses Argument mag völkerrechtlich richtig sein. Politisch trägt es nicht, meine Damen und Herren. Denn auch die Amerikaner haben 1961 in der Kuba-Krise völlig zu Recht darauf bestanden, dass Mittelstreckenraketen in ihrem Hinterhof für den Weltfrieden nicht akzeptabel seien. Auch Kubas Souveränität musste damals hinter einer Einflusssphäre einer Großmacht zurückstehen, liebe Freunde. Und das sollten sich vor allem die Kollegen der CDU hinter die Ohren schreiben. Auch übrigens genau wie auf der anderen Seite Finnland, dessen Neutralität auch nicht eine ganz freiwillige war und ist. Es gibt nun einmal historisch-politische Gegebenheiten, die die Handlungsfreiheit eines Staates auch ohne rechtliche Verpflichtung einschränken. Deshalb ist es nicht klug, auf etwas zu bestehen, was von Russland als eine nicht hinzunehmende Provokation betrachtet wird.
Die immer stärkere Verflechtung der Ukraine, aber auch Georgiens mit westlichen Sicherheitsstrukturen. Auch wenn es den regelbasierten Multilateralisten schwerfällt, der Sicherheit und Unabhängigkeit der Ukraine ist mit einer auch von Russland akzeptierten Neutralität besser gedient als mit Waffenlieferungen oder einer NATO-Mitgliedschaft, meine Damen und Herren. Solange Russland die Phantomschmerzen eines zerbrochenen Reiches mit sich herumschleppt, sollte der Westen dies bei seinen Reaktionen berücksichtigen und jede weitere Ausdehnung seiner Ordnung gegen die russischen Grenze entsagen. Denn nicht, meine Damen und Herren, zuerst das Völkerrecht, sondern vor allem die politische Klugheit sichert das friedliche Zusammenleben von Völkern und Staaten. Und, meine Damen und Herren, gerade wir Deutschen hätten die Aufgabe, dies auch der Ukraine deutlich zu machen. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Gauland. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die einleitenden Bemerkungen, Herr Trittin, bevor ich Sie aufrufe, einen ganz klaren Moment. Die einleitenden Bemerkungen des Kollegen Gauland veranlassen mich zu einer Feststellung. Die Außenministerin der Bundesrepublik Deutschland, Annalena Baerbock, hat sich ordnungsgemäß beim Deutschen Bundestag in Wahrnehmung dienstlicher Aufgaben abgemeldet, was auch selbstverständlich ist. Und ich will darauf hinweisen, man hätte das, dass sie in Paris sich auffällt, nach Brüssel weiterfliegt und morgen in Warschau sein wird, schon seit gestern Abend die Presseveröffentlichung nehmen können. Man muss im digitalen Zeitalter nicht auf gedrucktes Papier warten, bis man diese Erkenntnis gewinnen kann. Als nächster Redner hat der Kollege Jürgen Trittin das Wort. Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Gauland, als ich eben das Wort gehört habe von dem alten russischen Siedlungsraum, habe ich an meine Jugend gedacht. Da hat es auch solche Äußerungen aus Deutschland gegeben, was alles zu Deutschland gehören würde. Dreigeteilt niemals, von der Etsch bis an den Belt und all so etwas. Und ich sage Ihnen eins, die Basis der gemeinsamen Ordnung, der Friedensordnung in Europa ist, dass niemand sich mehr auf solchen Unsinn berufen kann. Die Basis ist die Unantastbarkeit der Grenze und das Verbot, Grenzen einseitig gewaltsam zu ändern. Und in diesem gemeinsamen Europa sind Sie offensichtlich noch nicht angekommen. Und ich will einen weiteren Punkt hinzufügen. Es wird ja dieser Tage viel von Čelčík, von Hans-Dietrich Genscher. Ja, es gibt diese Äußerung. Aber ich will mal eins deutlich sagen. Es ist nicht die NATO, die 120.000 Soldatinnen und Soldaten an der Grenze eines souveränen Staates in Gefechtsbereitschaft konzentriert hat. Und egal, ob das der Vorbereitung einer Invasion oder der bloßen Erpressung der Ukraine dient, dieses ist mit den Regeln, mit dem Geist des Vertrages über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa nicht vereinbar. Und da ist auch Russland Vertragsbestandteil. Herr Schmidt und Herr Wadepool, Sie haben ja zu Recht darauf verwiesen, dass es gut ist in dieser Situation, dass Präsident Biden und Präsident Putin miteinander sprechen. Aber das ist auch für uns ein Problem. Denn was macht Putin gerade? Er nutzt die Destabilisierung in Europa, um auf großer Bühne zu simulieren, er wäre in einer Liga mit der Großmacht der USA. Und ich finde, da beginnt für uns die außenpolitische Herausforderung, nicht nur als Deutsche, sondern als Europäer. Wir können uns in dieser Form nicht da zum Spielball machen lassen. Und deswegen ist es unsere Verantwortung, diesen Stück Selbstbewusstsein zu haben,
dass für die Sicherheit in Europa auch wir unseren Teil zu tragen haben. Und dabei gilt der alte Grundsatz von Egon Bahr: Amerika ist unverzichtbar und Russland ist unverrückbar. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir das Normandie-Format wieder instand setzen, dass es eine klare und schnelle Initiative gibt, die die Ursache des Konfliktes, die Putin zum Anlass nimmt, um sein Spiel mit den USA zu spielen, endlich aus der Welt schaffen. Und dazu bedarf es der Verlässlichkeit. Die Verlässlichkeit heißt, Europa wird seine politische und seine wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der Ukraine nicht nur nicht einstellen, sondern wir wollen sie ausbauen. Wir wollen mit der Ukraine zusammenarbeiten beim Umstieg in eine Wasserstoffwirtschaft. Wir wollen dieses politische System sein. Wir wollen auch Freiheit für die Menschen hier an dieser Stelle haben. Eine stabile und prosperierende Ukraine ist im europäischen Interesse. Und an dieser Debatte, dazu gehört auch Ehrlichkeit. Es stimmt, es gibt keine militärische Lösung dieses Konflikts. Und ich sage auch deutlich, gute Beziehungen zur Ukraine richten sich gegen niemanden, auch nicht gegen Russland. Sicherheit in Europa wird es nicht gegen Russland. Aber wir wollen Sicherheit in Europa mit Russland. Deswegen ist der NATO-Russland-Rat wichtig. Aber dies geschieht auf einer spezifischen Grundlage. Sicherheit und Zusammenarbeit kann es nur auf der Basis der vertraglich vereinbarten Friedensordnung dieses Kontinents geben. Und wer diese Friedensordnung militärisch infrage stellt, der darf nicht glauben, dass anschließend Business as usual einfach so weitergeht. Der wird die gesamten Beziehungen zwischen Russland, die ganzen Beziehungen zwischen Russland und der Europäischen Union politisch und wirtschaftlich infrage stellen. Das kann nicht im Interesse Russlands sein, denn wenn Putin so weitermacht und diese Beziehung infrage stellt, dann wird er nicht in einer Liga mit den USA spielen, sondern als Vasall Chinas enden. Und deswegen, Sie haben nach der Haltung der Bundesregierung gefragt zu dem Konflikt. Ich kann Ihnen sagen, die wichtigste Haltung ist, Europa in dieser Frage zusammenzuhalten. Und deswegen ist es gut, dass die deutsche Außenministerin heute in Paris, in Brüssel und in Warschau ist. Jürgen Trittin, Außenpolitiker der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, sagt, die Verlässlichkeit Europas sei für die Ukraine wichtig. Und da wird seine Parteifreundin Baerbock als neue Außenministerin dazu sicher ihren Beitrag auf EU-Ebene leisten müssen. Und wir haben hier eine Premiere als Redner im Bundestag, nämlich Ali al-Dailami aus der Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, mit großer Sorge beobachten auch wir als Linke derzeit die Entwicklungen an der russisch-ukrainischen Grenze und den sich dort weiter zuspitzenden Konflikt. Um es klar zu sagen, als Linke lehnen wir jegliche militärische Drohgebärden ab, egal von welcher Seite, und wir sagen auch klar, Krieg darf niemals das Mittel der Politik sein. Ja, der militärische Aufmarsch und die Konzentration der russischen Truppen sind gefährlich. Aber auch Aktionen auf der Gegenseite sind nicht weniger problematisch. Die Aufrüstung der Ukraine durch die USA, die Türkei und weitere NATO-Staaten sowie auch die Stationierung von NATO-Militärausbildern in der Ukraine sorgen für erheblichen Zündstoff in diesem Konflikt und dieser Region. Militärmanöver und eine massive Hochrüstungspolitik haben sich bisher immer als kontraproduktiv erwiesen. Mehr noch, sie haben ja regelrecht zu dieser exklusiven Lage zumindest mit beigetragen. Und das muss sofort eingestellt werden. Notwendig sind stattdessen Vereinbarungen zur Rüstungskontrolle, aber auch zur gemeinsamen Abrüstung. Genauso kontraproduktiv
wie die Aufrüstung ist es zu glauben, dass man diesen Konflikt mit einer Spirale von Sanktionen eindämmen oder gar befrieden kann. Ich sage Ihnen, das Gegenteil ist der Fall. Das hat die Vergangenheit eindrücklich bewiesen. Und auch deshalb lehnen wir diese fatale Sanktionspolitik als Linke konsequent ab. Vielmehr muss es jetzt darum gehen, die Verhandlungen wieder aufzunehmen. Und dazu gehört eben das Anknüpfen an die Minsker Abkommen. Deutschland und Frankreich, die an diesen Vereinbarungen schon beteiligt waren, kommt hier eben eine besondere Aufgabe, auch Verantwortung zu. Was wir also jetzt brauchen, ist kein Säbelrasseln, sondern eine klug durchdachte, also deeskalierende und auf den Dialog setzende Politik. Dazu gehört eben keine einseitige Parteinahme, sondern vor allem das Anerkennen der Interessen und Sorgen der beteiligten Akteure. Und ja, es geht auch um die territoriale Integrität der Ukraine, aber natürlich auch die Sorge Russlands, dass die NATO nachweisbar immer weiter in Richtung des eigenen Staatsgebietes vorrückt. Und hier will ich sehr deutlich sagen, die ehemalige Bundeskanzlerin hat so einiges falsch gemacht, aber sie lag goldrichtig damit, als sie sich all jenen widersetzt hat, die gefordert haben, der Ukraine Waffen zu liefern, mit denen dann womöglich versucht worden wäre, diesen Konflikt weiter zu eskalieren. Und die neue Bundesregierung wäre gut beraten, diesen Verzicht zu erneuern, insbesondere dann, wenn jetzige Regierungsmitglieder genau dies forderten. Ich sage Ihnen, es kann und darf doch nicht das Ziel deutscher Außenpolitik sein, mit Waffenlieferungen in Krisengebiete immer weiter Öl ins Feuer zu gießen, meine Damen und Herren. Und zur historischen Verantwortung Deutschlands gehört es dafür, Sorge zu tragen, dass alles dafür getan werden muss, damit es in Europa nicht zu einem neuen großen Krieg kommt. Zur historischen Verantwortung gehört es aber auch, sich fragen zu lassen, wie es denn wahrgenommen wird, wenn die neue Bundesregierung sich anschickt, weiter aufzurüsten und so auf dem Weg ist, zur ausgabenstärksten Militärmacht in Europa zu werden. Auch aus diesem Grunde lehnen wir diese Aufrüstungspolitik, Stichwort bewaffnete Drohnen, rigoros ab. Meine Damen und Herren, noch ist es Zeit, den seit Jahren andauernden Konflikt zumindest so weit zu befrieden, dass wir wieder zum Dialog und somit einer Politik der Entspannung kommen. Denn wenn eine Entspannungspolitik im hochideologisierten Kalten Krieg möglich war, dann ist sie es heute allemal. Alles andere wäre verantwortungslos und eine Bankrotterklärung. Und ein letzter Satz zu allerletzt. Als deutsche Bundesregierung können und sollten Sie aus eben genannten Gründen eine Vermittlerrolle einnehmen. Verspielen Sie das nicht durch eine einseitige Parteinahme. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ali al-Dailami war das für die Linksfraktion. Es war seine erste Rede im Deutschen Bundestag. Er ist ja auch natürlich erst das erste Mal im Parlament. Und Sie sehen auch, die Präsidentschaft hat gewechselt. Jetzt führt Aydan Özus durch diese Bundestagssitzung und damit im Moment auch durch diese Aktuelle Stunde, in der jetzt Alexander Graf Lambsdorff für die FDP spricht. Und Kollegen, ganz herzlichen Dank. Ich möchte beginnen hier auch mit einem Dank an die Kolleginnen und Kollegen von der Union, die hier in der ersten großen außenpolitischen Debatte in der neuen Legislaturperiode die Hand gereicht haben zur Zusammenarbeit, zur Kontinuität. Ich finde das aller Ehren wert und wir werden darauf eingehen bei jeder Gelegenheit, die sich bietet, lieber Jörn Wadepohl. In dem Zusammenhang allerdings, lieber Johann, einen Kritikpunkt, den du hier vorgetragen hast, gleich widerlegen. Und zwar hast du ja in Frage gestellt, ob es denn dieser Koalition gelingen werde, Kontinuität bei so absolut zentralen bündnispolitischen Fragen wie beispielsweise der nuklearen Teilhabe zu bewahren. Und mit Erlaubnis der Präsidentin zitiere ich mal aus dem Koalitionsvertrag. Thema nukleare Teilhabe. Solange Kernwaffen im strategischen Konzept der NATO eine Rolle spielen, hat Deutschland ein Interesse daran, an den strategischen Diskussionen und Planungsprozessen teilzuhaben. Das, meine Damen und Herren, war der Koalitionsvertrag 2013. Ich zitiere aus dem Koalitionsvertrag 2018.
Solange Kernwaffen im strategischen Konzept der NATO eine Rolle spielen, hat Deutschland ein Interesse daran, an den strategischen Diskussionen und Planungsprozessen teilzuhaben. Und mit Erlaubnis der Präsidentin zitiere ich jetzt aus dem Koalitionsvertrag dieses Jahres von 2021. Solange Kernwaffen im strategischen Konzept der NATO eine Rolle spielen, hat Deutschland ein Interesse daran, an den strategischen Diskussionen und Planungsprozessen teilzuhaben. Meine Damen und Herren, mehr Kontinuität in einer so wichtigen bündnispolitischen Frage kann es kaum geben. Und ich muss Ihnen sagen, das ist genau das, worauf wir setzen. In den Kernpunkten der bundesrepublikanischen, der deutschen Außenpolitik wird es Kontinuität geben. Aber, meine Damen und Herren, es wird auch Wandel geben. Es wird Wandel auch in der Außenpolitik geben, genau deswegen, weil sich natürlich auch die Außenpolitik anderer Akteure wandelt. Nehmen wir nur mal bitte die russische Außenpolitik dieses Jahres. Im April das große Manöver Sapat, viel größer als sonst. Im Osten, im Norden, im Süden der Ukraine große Truppenstationierung Kursk, Woronesch, Rostow. Im Juni dann der Gipfel Putin-Biden. Gott sei Dank, wir dachten, Mensch, vielleicht wird es ein bisschen kooperativer. Was passiert? Im September tauchen Wagner-Söldner in Mali auf, wo die Bundeswehr stationiert ist. Im Oktober erklärt die Russische Föderation den Abbruch der Beziehungen zur NATO. Im November hält Wladimir Putin Reden auf der Valdai-Konferenz und bei seinen Botschaftern. Er suche zwar keinen Konflikt an der Westgrenze, aber gleichzeitig sehen wir im November und Dezember einen enormen Truppenaufwuchs, eine enorme Truppenkonzentration erneut an der Staatsgrenze zur Ukraine. Und meine Damen und Herren, auf solche Situationen müssen wir eingehen. Es gibt in der russischen Außenpolitik diesen Satz, wer nicht auf Lavrov hören will, der bekommt es mit Shoigu zu tun. Also wer nicht auf den Außenminister hört, bekommt es mit dem Verteidigungsminister zu tun. Das ist aber nicht als eine nachgelagerte, nacheinander zu verstehende Sache zu verstehen. Das geschieht ja die ganze Zeit gleichzeitig. Die Russische Föderation, und das ist nicht unser Wunsch, aber es ist eine Realität, mit der wir umzugehen haben, setzt das Militär als außenpolitisches Instrument ein. Und genau das ist hier auch wieder der Fall. Und meine Damen und Herren, das ist nicht unser Wunsch, so zu operieren. Aber das bedeutet eines ganz klar, und da sind wir wieder beim Thema Kontinuität. Kollege Nils Schmid hat es, wie ich finde, hervorragend gesagt. Unsere gesamte Politik gegenüber der Russischen Föderation müssen wir im Bündnis machen, in der festen Verankerung des Westens. Von dort aus unterstützen wir die Ukraine. Von dort aus versuchen wir, Entspannung zu erreichen. Und deswegen ist es so wichtig, dass der Koalitionsvertrag auch beim Thema NATO so klar ist. Und, das ist mir hier auch wichtig, Willy Brandt ist zitiert worden, als Willy Brandt Bundeskanzler war, gab die Bundesrepublik 3,7% ihrer Wirtschaftsleistung für die Bundeswehr aus. 3,7%. Da werden wir nicht hinkommen wollen. Aber, lieber Johann Wadepuhl, im Koalitionsvertrag steht klar drin, wir wollen 3% für unsere internationale Politik ausgeben, auch um den in der NATO eingegangenen Verpflichtungen nachkommen zu können. Also ich glaube, dass auch hier unsere bündnispolitische Treue vollkommen klar ist. Bei den 3% ist aber auch die Entwicklungszusammenarbeit dabei, die 0,7% Oderquote, ist eine Stärkung unserer Diplomatie dabei. Und Diplomatie ist ja genau das, womit wir jetzt gerade versuchen, die Lage zu entspannen. Die russisch-amerikanischen Konsultationen begrüße ich. Aber was ich besonders begrüße, ist, dass die amerikanische Seite vor den Gesprächen mit Russland die NATO-Verbündeten, auch die Bundesrepublik Deutschland, so intensiv konsultiert hat, dass mit der Ukraine gesprochen worden ist, dass es heute ein Gespräch gibt, der Bukarest 9 mit den USA. Man könnte glauben, man hat im Weißen Haus unseren Koalitionsvertrag gelesen, denn wir wollen die Russlandpolitik unter besonderer Berücksichtigung auch der Interessen unserer mittel- und osteuropäischen Partner gestalten. Das finden wir gut. Und genau das ist unser Ziel, mit Diplomatie zur Deeskalation beizutragen, für die Unterstützung der Ukraine, für Frieden in Europa. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. So viel Zeit muss sein. Vielen Dank, Herr Kollege. Und ich darf das Wort nunmehr erteilen Christian Petri von der SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Der europäische Aspekt ist auch in dieser Debatte ein wesentlicher Aspekt. Herr Kollege Wadepuhl hat es genannt,
Die Ukraine muss ein souveräner Staat bleiben. Ich sehe zwar nicht die akute Gefahr, dass das sich akut ändert, aber dass das ein Grundsatz europäischer Politik sein muss. Ich glaube, da sind die Demokraten hier in diesem Hause einer Meinung. Das ist ein zentraler Punkt, den wir auch in der Europapolitik immer wieder betonen müssen, liebe Kolleginnen und Kollegen. 120.000 Soldaten an der Grenze können da nicht über Nacht hinkommen. Die können auch nicht einfach so hinfahren und dort übernachten. Dort muss es also eine entsprechende Vorbereitung geben, eine entsprechende Logistik geben. Das wird auch nicht über Nacht gehen. Ich glaube, das ist schon bemerkenswert. Und wir müssen natürlich genau hinschauen, wie diese Bedrohungslage sich auswirkt. Meine Gespräche, die ich mit Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine, in Kiew geführt habe, ist erstaunlicherweise in Kiew selbst wird diese Bedrohung nicht so hoch gesehen, wie wir dies vermuten müssen. Aber dennoch wird dort letztlich gesehen, welches Gefährdungspotenzial darin steht, ob damit Fakten im Donbass geschaffen werden, russische Pässe, Rubel, jetzt auch russisches Militär, ähnlich wie in Abcharien oder Südossetien in Georgien. Ist das Ziel dieser Intervention, die kommen könnte? Auch das wäre etwas, was wir mit aller Energie zurückweisen müssen. Und die europäische Gemeinschaft muss hier auch solidarisch zusammenstehen und ein gemeinsames Signal setzen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wie sagt man so schön, ein Bock stößt selten alleine. Türkische Drohnen im Einsatz bei der Ukraine, amerikanische Abwehrraketen im Einsatz bei der Ukraine sind auch Verstöße gegen das Minsker Abkommen und sind auch Dinge, wo wir in einem, und ich bin sehr dafür, nach der mehrfachen Forderung, Nils Schmid hat es genannt, die Diplomatie, das Normandie-Format muss reaktiviert werden, dass wir dort dies sehr klar zum Ausdruck bringen, dass auch diese Dinge, wechselseitige Provokationen oder darüber hinausgehend, nicht gehen und dies auch von europäischer Seite entsprechend benannt werden muss. Denn eine einseitige Vorgehensweise halte ich selbstverständlich auch für falsch, weil sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, sicher nicht zielführend sein wird. Darauf müssen wir achten. Ja, vielen Dank von der linken Seite. Das freut mich sehr. Ja, wo geht die Reise hin? Wir haben es heute schon mehrfach gehört. In Russland unter Putin der Weg von der Demokratie zur Autokratie. Dagegen aber die unverrückbare Wahrheit, dass wir in Europa europäische Politik nur mit Russland machen können, dauerhaft stabil auch nur mit Russland machen können. Wir wollen aber nicht die Situation dauerhaft hinnehmen, wie sie jetzt in der Ukraine sich abzeichnen, wie sie in Georgien schon im Alltag sind, wie in Moldawien eingefroren auch Potenziale stecken, in Belarus noch gar nicht zu sprechen. Das sind Dinge, wo wir tatsächlich aufpassen müssen und wo wir, und das ist mein Appell von dieser Stelle, eine Stärkung der europäischen Politik auch brauchen. Neben dem Normandie-Format ist es absolut notwendig, wenn wir eine europäische Souveränität wollen, eingebettet in eine NATO-Strategie, dann müssen wir auch hier europäisch mit unseren Partnern, mit Frankreich, mit allen anderen handeln können. Das ist nicht einfach bei den unterschiedlichen Ausgangslagen, aber unabdingbar. Denn wenn wir zum 50. Jahrestag der Friedensnobelpreisverleihung an Willy Brandt es ernst nehmen mit den Zielen der Entspannung und irgendwann auch wirklich mal wieder zu einer Abrüstungsdebatte kommen und nicht permanent zu einer Aufrüstungsdebatte uns hier unterhalten müssen, dann müssen wir sagen, wir brauchen hier die europäische Souveränität. Wir brauchen ein klares Signal. Keine Erpressung, keine Aggression, keine wechselseitigen Provokationen. Wir brauchen die, und Jürgen Trittin hat es genannt, stabile Friedensordnung in Europa, die von allen eingehalten werden müssen. Und dazu gehört selbstverständlich die Ukraine und auch Russland. Und wir müssen unseren Beitrag dazu leisten, in einer gestärkten Vorgehensweise der Europäischen Union. Das ist die Forderung. Nächste Woche am 13. tagt der Auswärtige Ausschuss, der Auswärtige Rat für Auswärtige Angelegenheiten der EU. Da können die Außenminister ebenfalls bereits ein Signal der Geschlossenheit setzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Glück auf.
Christian Petri aus der SPD-Fraktion in einer Aktuellen Stunde, die auf Antrag der Unionsfraktion zustande gekommen ist, über Truppenkonzentrationen russischer Streitkräfte an der Staatsgrenze der Ukraine. Und in dieser Debatte wird jetzt Jürgen Hart zu Wort kommen, in der letzten Legislatur außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion. Da arbeiten die Fraktionen ja noch an den Sprecherinnen und Sprechern, aber auch das wird sich im Laufe der nächsten Tage lichten. Bereits fortgeschritten sind in der Debatte, möchte ich doch die Gelegenheit nutzen, auf den ein oder anderen Aspekt einzugehen, der bereits angesprochen wurde, ohne alles Richtige, was gesagt wurde, von vielen Fraktionen zu wiederholen. Johann David Wadephul hat sich zum Koalitionsvertrag und zu den außenpolitischen Aspekten geäußert. Jawohl, wir haben uns ein wenig die Augen gerieben, was in diesem Koalitionsvertrag möglicherweise möglich sein könnte, von den Dingen, die uns in den letzten 4 Jahren in der Großen Koalition beschwert haben. Es war uns nicht möglich, eine Entscheidung zu treffen zur Anschlussbeschaffung für die Flugzeuge, die wir brauchen für die nukleare Teilhabe. Es war uns nicht möglich, bewaffnete Drohnen anzuschaffen, weil die SPD uns das leider nicht mitgemacht hat. Wir sind gespannt darauf, wie es der neuen Koalition gelingt, das hinzukriegen. Ich freue mich drauf, lieber Omid Nuripur, wenn du als vielleicht Parteivorsitzender der Grünen dann auf deinem Parteitag durchsetzt, dass amerikanische Kampfflugzeuge für die nukleare Teillage angeschafft werden oder bewaffnete Drohnen für die Bundeswehr. Wenn du das hinkriegst, dann wirst du meinen Respekt haben. Aber bis dahin sei unsere Skepsis doch bitte schön erlaubt. Schön an dieser Debatte ist, dass wir uns in der Mitte des Hauses völlig einig sind in der Bewertung dessen, was das Hauptthema unserer Aktuellen Stunde ist, nämlich dass wir die Art und Weise, wie Russland massiven Druck auf die Ukraine ausübt, aufs Schärfste verurteilen. Ich finde es total zynisch, was der außenpolitische Berater des russischen Präsidenten, der Uschakow, im Anschluss an das Telefonat der beiden Präsidenten USA-Russland gesagt hat. Er wisse gar nicht, worum es gehe, wo Russland die Soldaten hinverlegen solle. Sie würden sich ja auf russischem Staatsgebiet aufhalten. Also erster Vorschlag, diese Truppen könnten dahin zurückverlegt werden, wo sie her sind, nämlich hinterm Ural. Großer Teil dieser Streitkräfte sind sonst in Sibirien stationiert. Und zweitens, sollen wir denn aus dieser Aussage den Schluss ziehen, dass unsere Zusage, unsere einseitige Zusage der NATO gegenüber Russland, dass wir keine substanziellen Streitkräfte östlich des bisherigen, des früheren NATO-Gebiets stationieren, eben um einfach zu zeigen, dass wir friedliche Absicht haben und nicht militärisch drohen. Sollen wir diese Zusage etwa einpacken, weil sie offensichtlich aus russischer Sicht keine Rolle spielt? Das kann ja wohl nicht der Ernst sein. Diese Zynik weise ich aufs Schärfste zurück. Und ich glaube, das ist ein Stück entlarvend für die Haltung der russischen Regierung. Im Blick auf die Situation im Konflikt Russland-Ukraine ist die völkerrechtliche Bewertung sonnenklar. Und wer hier nun sagt, Völkerrecht könne man durch politische Klugheit relativieren, der bewegt sich auf dem Terrain des 19. und 20. Jahrhunderts. Und ich sage an die Adresse der AfD, ist das wirklich im Sinne Deutschlands, wenn wir der Meinung sind, dass Völkerrecht relativiert sein könnte durch politische Realitäten? Das würde ja für ein Land wie Deutschland, das friedliebend ist und vielleicht nicht so groß wie andere Länder auf dieser Erde, bedeuten, dass wir uns dem Druck etwa Chinas, Russlands oder auch von mir aus anderer großer Staaten beugen müssen. Im Gegenteil, gerade es ist im Sinne des Deutschlands und im Sinne deutschen Patriotismus, dass man sagt, Völkerrecht hat unbedingten Vorrang vor allen anderen Dingen. Und das, finde ich, sollte man deutlich sagen. Im Ukraine-Konflikt müssen wir nüchtern feststellen, dass sowohl aus russischer als auch aus westlicher Sicht, westlich und ukrainischer Sicht, ja vieles von dem, was wir einseitig erwartet und befürchtet hatten 2014 nach dem Einmarsch Russlands auf der Krim und der Einmischung in der Ostukraine, so nicht eingetreten sind. Auch aus Russlands Sicht geht ja die Rechnung nicht auf, dass durch diese Aktion sich die Ukraine ein Stück weit von Europa, von der Europäischen Union entfremden würde. Im Gegenteil, ich glaube, dass die Haltung innerhalb der Ukraine pro Europäische Union eher noch zugenommen hat durch diese Aggression Russlands. Und ich glaube auch, dass Putin nüchtern feststellen muss, dass diese Aktion, die er im Frühjahr, im Januar 2014 begonnen hat,
dass diese Aktion sehr viel Geld und sehr viel Ressourcen bindet, nicht nur militärisch, sondern auch ökonomisch, und dass das ein Abenteuer war, das letztlich doch in eine Sackgassensituation geführt hat. Unsererseits, und das sage ich in Anwesenheit des werten Herrn Botschafters, ist natürlich die Erwartung, dass die ukrainische Regierung alles tut dafür, dass dieses Land ein starkes, prosperierendes Land wird, das auch als Vorbild für alle diejenigen dient, die meinen, man könnte unter russischer Vorherrschaft gleich besser leben als in einer freien, demokratischen, pluralistischen, freimarktwirtschaftlichen, organisierten Gesellschaft. Deswegen mein Appell an die ukrainische Regierung: Lassen Sie uns gemeinsam den Weg weiter voranschreiten, damit die Ukraine auch zu einem leuchtenden, positiven Beispiel für die ganze Region, für ganz Mittelosteuropa wird. Das hilft uns ganz entscheidend beim Zurückdrängen dieser russischen Aggression. Dankeschön. Jürgen Hart ist schon ein klein wenig länger im Deutschen Bundestag. Ihm folgt jetzt wieder ein Neuling im Parlament. Und er hält jetzt auch gleich seine erste Rede hier im Deutschen Bundestag. Das ist Robin Wagner aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Er war Richter, bevor er ins Parlament einzog. Und er kommt aus Ostwestfalen. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dieser Aktuellen Stunde heute debattieren wir eine der größten friedenspolitischen Herausforderungen unserer Zeit. Die wiederholten militärischen Drohgebärden und Eskalationen des Kremls gegen die Ukraine. Gestern haben wir hier das hohe Fest der Demokratie in diesem Haus gefeiert. Der friedliche Wechsel, die friedliche Übertragung von Macht. Wir feiern die funktionierende Demokratie und den Rechtsstaat. Als Mitglied in einer Union der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts. Einer Europäischen Union, die Leitstern vieler Menschen ist und bleibt, zum Beispiel der Menschen in der Ukraine. Diese Vision von Demokratie, von Freiheit, Sicherheit und Recht hat die vielen tausend Menschen in der Ukraine vor 8 Jahren bewegt und auf den Euromaidan gebracht. Sie forderten diese Werte ein. Sie forderten Demokratie, Gerechtigkeit, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Menschenwürde und die Annäherung an die Europäische Union. Die Annäherung und einen Weg, der grundsätzlich jedem europäischen Staat offen steht, der sich zu den Werten der EU bekennt und sie fördert. Ein Weg, auf dem es für jeden, der ihn beschreitet, Herausforderungen und Hürden gibt, aber keine roten Linien von außen. Die Menschen in der Ukraine forderten das Recht auf eine souveräne Entscheidung über die Zukunft ihres Landes. Es war und bleibt dieser unbedingte Wille auf einen eigenständigen, demokratisch legitimierten Weg, den die Regierung in Russland nicht begreifen kann und nicht anerkennen will. Auch 8 Jahre nach dem Euromaidan, nach bedeutsamen Reformen und erfolgreichen demokratischen Wahlen in der Ukraine, leugnet das russische Staatsoberhaupt weiter die Souveränität der Ukraine, ignoriert deren Verfassung und degradiert unseren Partner zu einem vermeintlichen künstlichen Konstrukt. Es sind derlei Aussagen in Verbindung mit den wiederkehrenden militärischen Bedrohungen, sei es im Asowschen Meer oder mit den Truppenaufmärschen an der Grenze jetzt gerade, die schmerzhaft deutlich zeigen, dass sich Präsident Putin in offener Ablehnung zu den Werten positioniert, die wir gemeinsam in Europa vereinbart haben. Meine Damen und Herren, mit der Charta von Paris haben wir 1990 eine gemeinsame europäische Friedensordnung geschaffen. Eine Ordnung, in der die Stärke des Rechts gilt und nicht das Recht des vermeintlich Stärkeren. Eine Friedensordnung, in der Konflikte am Verhandlungstisch und nicht auf Schlachtfeldern gelöst werden. Präsident Putins militärische Drohgebärden an der Grenze zur Ukraine richten sich gegen die gesamte europäische Friedensordnung. Seit 2014 erleben wir einen Krieg im Donbass mit weit über 13.000 Todesopfern auf der ukrainischen Seite. Allein in diesem Jahr sind bereits über 76 ukrainische Soldaten trotz eines vereinbarten Waffenstillstands getötet worden. Auch auf russischer Seite führt die Aggression des Kremls zu weiteren Opfern. Und dabei ist für uns alle doch eins klar: Jedes einzelne Kriegsopfer ist ein verlorenes Menschenleben zu viel. Applaus
Auf der besetzten Krim sehen wir die Konsequenzen russischer Herrschaft. Unabhängige Medien werden unterdrückt, Menschenrechte verletzt. Und von der Kontaktlinie im Donbass erreichen uns Berichte, wonach russische Scharfschützen an der Kontaktlinie ausgebildet werden und dabei makabre Signaturen auf ihren Opfern hinterlassen. Diese bittere ukrainische Realität wird viel zu selten debattiert, wenn wir uns mit den Phantomschmerzen des Kremls beschäftigen. Mit Blick auf Putins jüngste Eskalation ist eins glasklar. Wir können und werden als Europäerinnen und Europäer eine Politik der vorgehaltenen Waffe und schon gar nicht den Einsatz von Waffengewalt teilnahmslos hinnehmen. Sollte es zu einer weiteren Verletzung der territorialen Integrität der Ukraine kommen, dann steht fest, dass dies erhebliche wirtschaftliche und politische Konsequenzen hätte. Aber wir sind als Politikerinnen und Politiker gewählt, um all unsere Kraft darauf zu lenken, solche Eskalationen zu verhindern. Wir sind gewählt, um die Macht des Wortes zu nutzen und im Dialog die Spannungen abzubauen. Aber nicht in einem Dialog zum schönen Schein, sondern ernst gemeint und mit substanziellen Gesprächen über die Wiederherstellung der vollen territorialen Integrität und der Souveränität der Ukraine, so wie wir es im Koalitionsvertrag festgeschrieben haben. Und damit ist auch klar, dass unser Weg nach Moskau in diesen Fragen stets über Kiew führen wird. Im Dialog mit der russischen Regierung für den Frieden und die Freiheit, gemeinsam mit unseren europäischen und amerikanischen Partnerinnen und Partnern und immer unter Anerkennung der vollen Souveränität derjenigen, um die es geht, der Menschen in der Ukraine. Vielen Dank. Robin Wagner aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit seiner Jungfernrede hier im Deutschen Bundestag. Und damit sind wir schon beim drittletzten Redner angekommen in dieser Aktuellen Stunde zur Truppenkonzentration russischer Streitkräfte an der Staatsgrenze der Ukraine. Und es spricht Michael-Georg Link, FDP-Fraktion, in der letzten Legislaturperiode europapolitischer Sprecher. Und wenn er das bleibt, wird der Ausschussvorsitzende, mit dem er in dieser Legislaturperiode zu tun hat, Anton Hofreiter sein. Kollege Wadefohl, an die Kollegen der Unionsfraktion, dass wir heute wirklich die erste Aktuelle Stunde zur Außenpolitik machen, denn Bundesregierung, aber auch vor allem dieses Parlament, der Bundestag, stellen sich sofort der internationalen Verantwortung. Und es ist wichtig, dass wir hier gemeinsame Akzente so weit wie möglich setzen. Das haben wir übrigens auch uns beim Koalitionsvertrag auch zugrunde genommen. Wir haben gewusst, dass wir nicht in einem luftleeren Raum verhandeln, sondern in einer Situation, wo wir gestiegenen Bedrohungen als Europäische Union und auch als Deutschland ausgesetzt sind. Und das finden Sie wieder in unseren Formulierungen, die wir zum Beispiel zum Thema China gewählt haben, die wir zum Thema Russland gewählt haben. Wir stellen uns diesen Bedrohungen und wir wissen, dass wir da auch mehr machen müssen und mehr gemeinsam machen wollen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist viel Richtiges und Wichtiges gesagt worden über die gesamte Situation, in der wir uns befinden. Lassen Sie mich etwas über die Motivation vielleicht noch mal hinzufügen, die insbesondere von Seiten, so wie wir es verstehen, von der russischen Führung kommt. Und wenn wir hier Kritik an Russland äußern, lassen Sie mich eines deutlich sagen. Es ist niemals Kritik am russischen Volk. Es ist niemals Kritik an der russischen Kultur, Sprache oder an dem engen Verhältnis, was wir mit Russland wollen. Es ist eine klare Kritik an der russischen Führung, die diesen Staat und dieses großartige Volk in einer geopolitischen Zwangsjacke halten, mit einem Denken des 19. Jahrhunderts, des Nullsummenspiels, was der heutigen Welt nicht angemessen ist. Was wir vielmehr feststellen, ist einen simultanen Prozess schon seit mehreren Jahren, des steigenden Drucks innenpolitisch in Russland und des steigenden Drucks auf Nachbarn. Das ist ein Prozess, der manchmal in Zeitlupe geht und wir ihn das mal nicht so genau verstehen. Aber wir müssen ihn lesen. Wir müssen uns auch mehr mit russischen Quellen beschäftigen. Denn dieser simultane Druckzunahme, die findet ganz kontrolliert statt und sie ist kein Zufall. Je länger Putin regiert, desto mehr treibt ihn die Frage um und auch die Führungsschicht, die russische, wie wird das einerseits eines Tages mit der Machtsicherung weitergehen? Deshalb wird immer mehr Repression nach innen angewandt. Wir sehen es aktuell. Die Duma besteht ausschließlich noch aus administrierten Parteien und Systemparteien. Memorial und andere unliebige internationale Kontakte werden geschlossen. Die deutschen politischen Stiftungen werden es immer schwieriger haben, tatsächlich dort zu arbeiten.
und so weiter und so fort. Die letzten Wahlen durften durch die OSZE nicht regulär beobachtet werden. Eine geradezu lächerliche kleine Mission hätte nur zugelassen werden sollen. Gott sei Dank hat die OSZE richtig darauf reagiert und gesagt, so eine Farce machen wir nicht und so weiter. Und simultan dazu haben wir eine Zunahme des Drucks ganz massiv auf die Nachbarstaaten, exemplarisch am heutigen Thema. Und da ist es wichtig, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir hier auf die russischen Quellen schauen. Der Chefhistoriker des Kremls, Sergej Karaganow, oder einer der Historiker des Kreml, spricht von einem dritten Kalten Krieg, den man auch gewinnen könne. Und er bringt Beispiele, wie er mit Hilfe Chinas gewonnen werden könnte. Andere sprechen nicht nur vom Kalten Krieg. Und der Präsident selbst, lassen Sie mich mit Genehmigung der Präsidentin ein Zitat von Wladimir Putin selbst bringen, was in Deutschland wenig beachtet wurde, vom 12. Juli 2021, sagt Folgendes über das Verhältnis zur Ukraine. Er sagt, es war die sowjetische Nationalitätspolitik, die auf staatlicher Ebene die These von drei getrennten slawischen Völkern, dem russischen, dem ukrainischen und dem belarussischen, festschrieb, statt der großen russischen Nation eines dreieinigen Volks, bestehend aus Großrussen, Kleinrussen und Weißrussen. Und er führt an anderer Stelle fort, gemeinsam waren wir schon immer um ein Vielfaches stärker und werden es auch in Zukunft sein, schließlich sind wir ein Volk. So auf der Homepage veröffentlicht unter dem Namen Wladimir Putin, des russischen Präsidenten, am 12. Juli 2021 in russischer Sprache. Das ist die Denkweise, mit der wir es zu tun haben. Das ist die Realität, an der wir arbeiten müssen. Deshalb dürfen wir kein Wunschdenken ansetzen. Ja, wir müssen Gespräche anbieten. Es ist die Stunde Diplomatie. Wir müssen aber auch Stärke zeigen. Und wir müssen deshalb auch, aufbauend auf der Deutsch-US-Erklärung vom Juli, Kollege Schmidt hat sie angesprochen, auch ein glaubwürdiges und abschreckendes Szenario aufbauen, wo deutlich wird, dass wir dies nicht akzeptieren können und dass wir als Europa uns auch nicht auseinander dividieren lassen. Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir jetzt die Instrumente stärken, die wir haben, dass wir an die OSZE erinnern. In der Tat, eine deutsche Generalsekretärin haben wir dort, Helga Schmidt, man kann es nicht oft genug sagen, die eine fantastische Arbeit macht, dort in ihrer Position. Und dass wir sie stärken und die Institutionen der OSZE stärken, ihre Arbeit zu machen beim Beobachten der Situation im Donbass, beim Beobachten von Wahlen, bei der Menschenrechtsbeobachtung, aber auch gerade im ersten Pfeiler, in dem so oft unterschätzten ersten Pfeiler der OSZE, also gerade dort, wo wir ja eigentlich alle Instrumente hätten, vertrauensbildend zu wirken, aber Russland muss sie auch zulassen. In diesem Sinne, liebe Kolleginnen und Kollegen, stärken wir den Multilateralismus und arbeiten wir gemeinsam in dieser Wahlperiode für dieses Ziel. Herzlichen Dank. Michael Georg Link war das aus der FDP-Fraktion. Wie gesagt, in der letzten Legislaturperiode europäischer, europapolitischer Sprecher. Und er verlangt Diplomatie und Stärke im Umgang mit Russland. Und Wolfgang Hellmich ein bisschen voreilig, denn das Pult muss erst desinfiziert werden und die Gläser natürlich getauscht. Aber jetzt ist der SPD-Politiker, der SPD-Außenpolitiker angekommen. Für die Gelegenheit, vielleicht auch heute ein bisschen historische Blicke geben zu können in einer so wichtigen Debatte über eine aktuelle Konfliktlage. Es könnte auch dem Herrn Gauland helfen bei der Frage des lebenslangen Lernens, weil gestern vor 30 Jahren wurde das Abkommen von Belovej unterzeichnet. Die wenigsten wissen es noch. Für die Ukraine war das keine, wie Putin heute glauben machen will, und der Kollege Link hatte die Motivation gerade alle ganz richtig beschrieben. Es war keine geopolitische Katastrophe. Nein, es war der Beginn des Weges der Ukraine in ein demokratisches Europa mit unserer ganzen Unterstützung. In diesem Vertrag einigten sich die drei Staatsoberhäupter von Russland, Weißrussland und der Ukraine auf die volle Souveränität ihrer Staaten, auf die territoriale Integrität und die Sicherung der Rechte der Bürgerinnen und Bürger auf der Grundlage der UN-Menschenrechtskonvention und das Prinzip der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten. Und heute? Nichts davon wird von Putin mehr eingehalten. Und ich sage bewusst Putin und danke auch den Hinweis des Kollegen Link, denn es sind nicht die Bürgerinnen und Bürger Russlands gemeint, sondern es ist die russische Nomenklatura, die in Moskau herrscht.
und seit 2014, der Verabschiedung der geltenden russischen Militärdoktrin, sehen wir uns mehr und mehr mit einer russischen Föderation konfrontiert, die jeden Anspruch mit ihren Anrainerstaaten partnerschaftlich umzugehen aufgegeben hat. Und deshalb verstehen Sie auch diese Militärdoktrin so gut, weil Ihr völkischer Gedanke, den Sie hier immer wieder verbreiten, ist ein Bestandteil der Grundlage russischer Militärdoktrin. In Russland Patriotismus vielleicht genannt, bei uns ist das ein völkischer Nationalismus, der nicht Grundlage internationaler Politik sein darf und sein kann, weil es ist die Ursache für Krieg und Katastrophen, die wir in ausreichendem Maß erlebt haben. Das wollen wir nicht mehr. Es ist nicht Grundlage von Politik. Aber es ist die Grundlage eines zunehmenden Expansionismus Russlands mit Mitteln der hybriden Kriegführung. Von der offenen Annexion der Krim, viele Punkte sind beschrieben, über die faktische Besetzung des Ostens der Ukraine, über die Sperrung ukrainischer Häfen, gipfelt diese Politik in der offenen Drohung mit Truppen und schwerem Gerät an der ukrainischen Grenze. Wie soll es ein Staat verstehen, wenn vielleicht eine Übung im Frühjahr diesen Jahres wir vielleicht noch als Show of Force gesehen haben? Nein, vielleicht war tatsächlich die Übung, schweres Gerät und Combat-Ready-Truppen an die ukrainische Grenze zu bringen. Über die Frage vom politischen Auftragsmorden im Berliner Tiergarten und den Fall Skripal will ich gar nicht erinnern. Aber dieses gehört alles in ein und dasselbe Bild einer Strategie, einer Politik, die auf Erpressung, auf Drohung und im Zweifelsfall das in Kauf nehmen eines Krieges der Auseinandersetzung mit militärischen Mitteln aus ist. Diese Bedrohung Putins an die Ukraine, keine Osterweiterung der NATO zu garantieren und die Ukraine als russisches Einflussgebiet zu tolerieren, ist für uns keine Grundlage von Politik und klar abzulehnen. Nein, auch die Ukraine selbst verweist auch mit dem Blick auf den Vertrag auf ihre volle Souveränität, Integrität. Und dabei findet sie unsere volle Unterstützung, nicht nur unsere, sondern die volle Unterstützung des gesamten demokratischen Westens. Ist bei irgendeiner NATO-Konferenz im Laufe der letzten Wochen, ich kenne keine, die Aufnahme der Ukraine in die NATO beschlossen worden? Nein. Sind Raketen in der Ukraine stationiert worden, mit der russisches Territorium unmittelbar und direkt bedroht wird? Nein, das ist nicht so. Aber es werden Potemkinsche Dörfer von Putin aufgebaut, um dann im Hintergrund sagen zu können, das legitimiert mein völkerrechtswidriges Handeln und Verhalten. Ich hoffe, viele Telefonate, Konferenzen in diesen Tagen führen dazu, was die ukrainischen Menschen selber haben wollen. Sie wollen in Frieden leben, sie wollen Deeskalation, sie wollen keine militärische Auseinandersetzung. 14.000 Tote in der Ukraine sind Mahnung genug für Russland und für Putin, in demokratische Strukturen, in Gespräche zurückzukehren, in die Fragen der Verhandlungen. Die Türen sind alle offen, die Rückkehr in das Normandie-Format, die Rückkehr des NATO-Botschafters Russlands nach Brüssel, all das sind Punkte, auf die wir setzen müssen. Herr Putin, lassen Sie von mir ab die Forderung ab von militärischen Machtdemonstrationen. Wir brauchen Gespräche, Deeskalation und Frieden und keine Kriegstreiberei. Vielen Dank. Wolfgang Hellmich, Außenpolitiker in der SPD-Fraktion, in einer außenpolitischen Aktuellen Stunde des Bundestags. Und damit sind wir beim letzten Redner angekommen, nicht nur in dieser Debatte, sondern auch für diesen Debattentag insgesamt. Danach ist der Bundestag für heute erstmal zu Ende. Morgen gibt es ja noch mal eine Stunde zum Thema Covid-19-Bekämpfung und insbesondere Ausbau von Impfungen. Oder jetzt erstmal Thomas Erndl aus der Unionsfraktion, CSU-Landesgruppe. Herr Kollege Helbig, ich danke Ihnen für die klaren Worte, weil in der Tat die Situation sehr, sehr besorgniserregend ist. Rund 100.000 russische Soldaten stehen an der ukrainischen Grenze und das bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr. Diese russische Provokation, die müssen wir klar verurteilen und die ist ein Teil dieser hybriden Vorgehensweise gegenüber dem Westen und unserer
osteuropäischen Partner. Und das sehen wir von Desinformation im Internet, Migrationsfragen in Belarus bis hin zu den Raketen in Kaliningrad, nur 500 Kilometer von hier. Viele andere Beispiele wurden auch von meinem Vorredner aufgezeigt. Und soeben hat mir der ukrainische Botschafter Melnik, und mich freut, dass er die Debatte hier auf der Tribüne verfolgt, in einem Gespräch auch die konkrete Bedrohungslage und die Perzeption, die Wahrnehmung der Bevölkerung auch geschildert. Und wir dürfen nicht vergessen, im Osten der Ukraine herrscht schon Krieg. Täglich werden dort Soldaten verletzt. 70 ukrainische Soldaten sind in diesem Jahr gefallen. Also wir reden nicht über theoretische Szenarien, sondern über tagtägliche Gewalt im Osten Europas. Und deshalb muss für uns hier im Hause klar sein, wir müssen eine weitere Eskalation der Gewalt mit allen Mitteln verhindern. Wir zeigen uns solidarisch mit der Ukraine und stehen zu dem Prinzip, dass jedes Land seine außenpolitische Orientierung frei wählen kann. Rote Linien aus Moskau dürfen wir nicht akzeptieren und militärische Aggression schon gar nicht, meine Damen und Herren. Und deshalb ist jetzt unbedingt notwendig, dass auch die neue Bundesregierung diese moderierende Rolle fortführt, die Bundeskanzlerin Merkel auch in den vergangenen Jahren eingenommen hat. Aber trotzdem geht es nur aus einer Position der Stärke heraus. Und das bedeutet in erster Linie vor allem Einigkeit und Klarheit innerhalb der Bundesregierung. Und bisher, meine Damen und Herren, lebten zumindest Teile der SPD in einer Traumwelt, in der klare Sprache gegenüber Russland Fehlanzeige war. Und natürlich brauchen wir Dialog und Gesprächsbereitschaft, aber wir brauchen auch Härte und klare Signale an Moskau. Und da bin ich schon ziemlich bestürzt, wenn Herr Mützenich am ersten Tag der neuen Regierung der Außenministerin in die Parade fährt und ihr die Russlandpolitik ja aus den Händen reißen will. Das ist nicht die Außenpolitik aus einem Guss, die Sie im Koalitionsvertrag aufgeschrieben haben. Ich meine, das schwächt unsere Position. Außerdem, glaube ich, brauchen wir eine klare Position zu Nord Stream 2 und die Frage, wie geht es weiter jetzt in der Ukraine? Wird das Normandie-Format fortgeführt? Kann die Regierung auch hier zu dem Gipfel, der jetzt in Berlin dann auch stattfinden soll, einladen? Und was ist letztendlich dann auch mit den Defensivwaffen, mit der Verteidigungsfähigkeit der Ukraine, die auch Robert Habeck vor einigen Monaten demonstriert, die erwähnt hat? Wir brauchen, glaube ich, jetzt mehr Klarheit von dieser Regierung. Meine Damen und Herren, wir werden von Russland auf vielen verschiedenen Wegen konfrontiert. Russland ist die zentrale sicherheitspolitische Herausforderung in Europa, und der können wir nur aus einer Position der Stärke heraus begegnen, und das muss ich hier noch mal betonen. Konkret bedeutet das eine starke Bundeswehr, eine starke NATO, starke transatlantische Beziehungen. Und deshalb ist es schade, dass das 2%-Ziel nur verklausuliert im Koalitionsvertrag aufgeschrieben ist. Und die Fortführung zentraler europäischer Rüstungsvorhaben, wie zum Beispiel FCAS, ist im Koalitionsvertrag gar nicht verankert. Ohne solche Projekte bleibt die Vision eines starken, eines souveränen Europas ein Wunschtraum. Und dass Sie unsere NATO-Partner mit dem Beitritt zum Atomwaffenverbotsvertrag als Beobachter verwirren, kommt dann noch dazu und ist unserer Ansicht nach auch nicht hilfreich. Meine Damen und Herren, Sicherheit in Europa gibt es nur mit Russland. Und deshalb ist wichtig, dass die Bundesregierung jetzt eine klare Position findet, die unsere Interessen, die Interessen Europas aufnimmt und sich auch keinen Träumereien hingibt. Jede Aggression Russlands muss harte Konsequenzen mit sich bringen. Und diese klare Botschaft muss auch von der neuen Bundesregierung klar formuliert werden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Erndl. Und damit sind wir am Ende der Debatte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nutzen Sie den Nachmittag und Abend in dem festen Wissen, dass sobald die Ausschüsse da sind, es keine freien Donnerstagnachmittage und Abende mehr geben wird. Von daher
berufe ich nun die nächste Sitzung des Deutschen Bundestages ein auf morgen, Freitag, den 10. Dezember, 9 Uhr. Die Sitzung ist geschlossen. Das war nochmal Aydan Özus, die Bundestagsvizepräsidentin, mit einem kleinen Hinweis an die Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Und diese Ausschüsse, die sie da angesprochen hat, die werden am kommenden Mittwoch installiert. Und dann wird hier tatsächlich gearbeitet werden müssen. Aber so richtig rund gehen wird es dann wahrscheinlich auch erst im kommenden Jahr.